Wir sind ein Betrieb, der Basalt abbaut. Der Basalt wird für Straßenbaumaßnahmen, hauptsächlich als Zuschlagsstoffe für Asphalt und Beton verwendet. Die Leistung des Betriebs liegt zwischen 500.000 und 700.000 Tonnen im Jahr. Der 650 hat seine Aufgabe hervorragend erfüllt, hatte aber seine Kapazitätsgrenzen erreicht und wir haben einen Brecher gesucht mit einem höheren Zerkleinerungsgrad, den uns der alte Brecher nicht bieten konnte. Und die Kompetenz der Ansprechpartner hat uns eigentlich von Anfang an sehr überzeugt. Die Tatsache, dass der CS550 ein Hybrid ist aus bewährten Modellen, Flachkegelbrecher, Steilkegelbrecher, das war eigentlich das, was uns überzeugt hat. Der Sandvik CS550 hat im Verhältnis zu unserem alten Brecher in der Steuerung ganz klare Vorteile. Wir können jetzt mit diesem Brecher viel flexibler fahren. Man kann ihn also mit wenigen Handgriffen auf neue Körnungen einstellen. Die Steuerung ist toll. Unseren Prozess den Bedürfnissen der Kundschaft, der Nachfrage schneller anpassen. Wir haben den CS550 gekauft, um feineren Split zu produzieren, können aber auf Knopfdruck den Kegel auffahren und sofort haben wir wieder gröberes Material. Sie bekommen nichts Besseres im Moment auf dem Markt. Die größten Vorteile sind die, die wir uns auch erhofft haben, ist der hohe Zerkleinerungsgrad, ist der harmonischere Ablauf im Prozess. Wir können jetzt in dem nachgeschalteten Brecher eine höhere Leistung erreichen, dadurch, dass wir weniger Rücklauf fahren. Und im Verhältnis zu den Produkten der Mitbewerber hat er das größtmögliche Einzugsmaß. Und das war dann entscheidend. Wir sind eine sehr partnerschaftliche und angenehme Zusammenarbeit. Also sie sind gefallen, die Kosten, und zwar sowohl beim eigentlichen Brecher als auch bei den Nachfolgeaggregaten. Wir haben hinterher einen Kreiselbrecher im Einsatz für die Edelsplit-Produktion. Und auch dort, weil wir ihn mit kleineren Stücken beaufschlagen, sind die Kosten im Verschleiß und im Strom deutlich gesunken.